Hallöchen ihr Lieben und willkommen zur Formel 1 Vorschau. Hier zum großen Preis von Spanien in Katalonien geht es nun in den fünften Lauf der Saison und heute wieder mit dabei, wie gewohnt, unser guter Anton. Hi. Hi, ich begrüße auch alle Zuhörer oder Zuseher, wie man es auch nennen mag. Wir haben uns jetzt gerade ausgiebig die Trainings nochmal angeguckt, ein paar Bilder von den neuen Updates und ich glaube in Spanien könnte uns jetzt so ein bisschen eine neue Richtung vorgegeben werden. Ja, das ist ja schon traditionell der Grand Prix, bei dem die meisten Updates gebracht werden. Und wir konnten auch schon einiges an den Fahrzeugen beobachten. Darauf gehen wir auch sofort ein. Und das Team, was am meisten innoviert hat, und da fällt es auch optisch sehr, sehr, sehr stark auf, das ist Mercedes, die eigentlich fast immer vorne mit dabei sind. Unter anderem mit einer komplett ungewohnten Nase. Du findest sie sehr hübsch, ich ein wenig gewöhnungsbedürftig, sage ich mal. Oder auch mit so einer Art, ich habe es jetzt mal Schaufel genannt, die seitlich von den Nasen von der Nase verläuft. Was ich auch sehr interessant finde. Ja, die geht ja nicht nur seitlich, sondern die beginnt seitlich und endet dann unter der Nase. Also das ist irgendwie ein ganz cleveres Prinzip, womit die das ausgleichen können, was gar nicht deren Prinzip war. Denn bei Mercedes sehen wir ja, die haben ja diese schmale, spitze Nase, die jetzt noch viel schärfer zugeschnitten ist. Die anderen haben eher ein bisschen breitere Nasen, immer mit diesen Stummeln drin. Das heißt, die kriegen noch ein bisschen mehr Luft da drunter. Das ist bei Mercedes jetzt überhaupt nicht der Fall. Die kriegen gar keine Luft da unten drunter, weil die ganz schmal und dünn und weit unten gebaut haben. Dazu ist jetzt eben genau diese Schaufel da, die jetzt eben Luft an die Stelle schaufelt, wo die anderen Teams die unter der Nase herholen. Aber trotzdem haben sie den Vorteil von dieser spitzen Nase. Also das sieht nach einer sehr cleveren Lösung aus und das ist, glaube ich, sowohl mit der Nase als auch diese Schaufel die zwei erstmal offensichtlichen Neuerungen, die ziemlich spektakulär sind, meines Erachtens. Ja, man wird sehen, wie das Fahrzeug jetzt damit performt. Also rein optisch hat sich der Mercedes am meisten verändert. Wenn man jetzt davon ausgehen würde, dass alle Upgrades funktionieren, wäre das dann so, dass der Mercedes auch den etwas größeren Schritt macht als die anderen Teams. Mal sehen, ob das so ist. Ansonsten finde ich es gut, dass wir uns so schnell auf den Fachterminus Schaufel geeinigt haben. Rein optisch, bevor wir auf die anderen Teams nochmal zu sprechen kommen, gibt es auch noch eine weitere Änderung, nämlich wurden ab diesem Wochenende jetzt durchgesetzt, dass die Fahrernummern sowohl auf den Sharkfins stehen, als auch größer quasi auf der Nase des Fahrzeugs sind und viele haben sich auch dazu entschlossen, dass sie dann nochmal vielleicht die Namen an der Seite mit anbringen und das vielleicht ein bisschen designtechnisch ganz schön gemacht. Mercedes finde ich vor allem sehr schön, weil die haben auch Valtteri Bottas Nummer und seinen Namen, glaube ich, auch in hellblau jetzt. Ja. Was dann auch ein bisschen farbliche Abwechslung bringt bei den verschiedenen Teams. Also bei dem einen Team. Ja, es ist leicht zu erkennen jetzt, welcher Mercedes ist. Nicht, dass es davor schwer war, weil Hamiltons Helm sticht doch recht stark raus, würde ich sagen. Des Weiteren ist die Finne länger geworden. Beim Finnen, ja, und beim Engländer auch. Die Finne beim Mercedes reicht jetzt bis zum T-Wing, ist mir aufgefallen. Die ist nicht mehr kürzer als die anderen. Ja gut, ansonsten, Bartsports sind neu, das haben aber wirklich alle Teams. Alle Teams haben neue Bartsports, da ist nichts Neues. Nur, dass die da natürlich wieder ultra komplex sind und, wie die hinter einem anderen Auto herfahren wollen, ist mir absolut schleierhaft. Heckspoiler ist neu und für dieses Wochenende haben sie jetzt auch einen Monkey Seat dabei, wieder in so einer ganz krummen Form. Ich glaube, das hatte Ferrari irgendwann mal eingeführt oder war es Red Bull? Ich weiß nicht. Weißt du das noch? So ein runder, war das Ferrari? Da bin ich mir nicht mehr so sicher. Ich glaube, es war Ferrari, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Und rundum ist das ein ziemlich neues Auto und es sieht schon sehr stark aus. Also, ja. Die Neuerungen rein optisch, es ist so viel, das Auto ist bestimmt viel schneller geworden und die Trainings geben uns jetzt erstmal recht. Ja, warten wir einfach mal, wie die Fahrzeuge dann am Wochenende performen. Über die Performance kann man nach den ersten zwei Trainings schon ein bisschen was sagen. Mercedes und Ferrari sind immer noch dominant vorne. Nur wie das im Detail aussieht, da hat es ja an den
in den letzten Rennen die entscheidenden Unterschiede gegeben. Das werden wir auch erst im Qualifying und im Rennen dann sehen. Kurze Erklärung für die Zuschauer auch nochmal. Der Monkey Seat ist quasi so eine zusätzliche Art Flügel, der über oder hinter dem Auspuff sitzt. Und die Bargeboards sind quasi an den Seitenkästen nochmal ein bisschen weiter außen. Die Platten, wenn man so will. Jo. Gut, dann gehen wir weiter zu Ferrari. Die haben nämlich einen neuen T-Wing unter anderem und haben auch immer wieder ein bisschen rumgeswitcht beim T-Wing. Ich finde den alten ein bisschen schöner, aber du meinst wahrscheinlich, wird man den neuen verwenden. Ich gehe jetzt mal davon aus, also außer die Daten sagen was anderes, aber der Trend geht doch Richtung eben diese zweifachen T-Wings mit der Verbindung am Rand, so wie es sowohl McLaren als auch Mercedes und jetzt wohl auch Ferrari hat. Die alte Lösung, finde ich, sieht bedeutend stimmiger aus bei Ferrari, aber Optik ist das eine und der Nutzen das andere. Und die haben jetzt noch so kleine Schlitze jeweils da drin. Und das sieht stark danach aus, dass die versuchen, einen tatsächlichen Luftstrahl zu kriegen zur Beruhigung der Luft. Also, dass die Luft dazwischen irgendwie komprimiert wird, dass der Luftstrahl weitergeht nach hinten und nicht nur eine beruhigende Fläche ist, wie es davor war. Hat Mercedes ähnlich, aber glaube ich nicht ganz so krass wie jetzt Ferrari. Ob es tatsächlich funktioniert, werden wir sehen, ob es im Qualifying dann dieser neue T-Wing gefahren wird oder nicht. Ja. Ja, schauen wir mal. Also die Updates sind da, jetzt müssen sie nur noch funktionieren. Bei einem weiteren Team gibt es ebenfalls Updates, da wurde auch sehr viel darauf gehofft. Man hat auch auf ein Motoren-Update bei diesem Team gehofft, allerdings soll sich das jetzt nochmal weiter verspäten. Eventuell kommt es noch vor der Sommerpause. Es geht natürlich um Red Bull, die gehofft haben, jetzt quasi mit einem B-Auto, den Ricciardo hat so ein bisschen relativiert vor dem Training, dass es nicht ganz ein neues Auto sei, aber grundsätzlich wurde er als RB14, glaube ich, getauft, sozusagen, und der hat zwar einen Schritt nach vorne bedeutet, wenn man sich das jetzt alles so anhört, aber nicht der erhoffte Schritt. Es war nicht der erhoffte Schritt und Mercedes soll anscheinend jetzt trotzdem nochmal mehr Zeit gefunden haben. Ja, also so sieht's tatsächlich aus und ich habe auch noch zwei Sachen vergessen. Erstens beim Ferrari, der hat natürlich auch neue Sachen am Diffusor, ganz clevere, völlig verspielte Lösung und hat jetzt kein durchgehendes Leitblech mehr vor den Seitenkästen, sondern hat da jetzt zwei Schlitze drin. Also der ist jetzt in drei Teile geteilt. Wenn man das vergleicht mit Mercedes, die da ungefähr 100 Schlitze drin haben, ist das schon wieder eine ganz andere Welt. Aber das heißt nur, dass der Ferrari auch in Dirty Air besser zu fahren ist. Aber zu Mercedes, die haben beide eine komplett neue Power Unit drin. Und das, finde ich, ist das Interessante. Also die haben jetzt den zweiten neuen Motor, den zweiten Turbo, den zweiten MGUK, MGUH, also die Energierückgewinnungssysteme und Batterien und eine Elektronik, ist alles neu im Mercedes und zwar geupdatet, also nicht genau das gleiche wie davor, sondern verbessert. Aber interessanterweise nicht Richtung Power, also er hat nicht mehr Power als davor, sondern ist zuverlässiger und vor allem leichter. Mercedes war zu dick. Und das Auto soll angeblich 6 Kilo abgenommen haben, wodurch sie jetzt ein halbes Kilo unter dem Gewicht sind und anfangen können, mit Ballasten zu arbeiten, was Ferrari schon seit Anfang der Saison kann. Ja, das wäre natürlich super. Vor allem kann man beim Ballast sich ja immer das Gewicht so legen, wie man es gerade braucht, wenn man gerade mal ein instabiles Fahrzeug hat in die eine oder andere Richtung. Ja. Deswegen schauen wir mal. Also wenn Mercedes jetzt wirklich ein bisschen abgespeckt hat, ist aber auch schon eine schnelle Diät gewesen, die da hingelegt haben. Also das ging sehr fix, die Problemlösung. Dann warten wir mal ab. Also ich bin sowieso gespannt auf das Rennen, weil man jetzt, glaube ich, eine Tendenz auch für die nächsten paar Rennen haben wird. Das, was wir in den ersten vier Rennen jetzt gesehen haben, das ist, glaube ich, jetzt ein wenig überholt vom Gesamtstand der Teams her, wo sie jetzt in der Hackordnung stehen. Ja, und wie sieht's aus hinter den drei Großen? Was würdest du sagen? Ja, da gibt's unter anderem ein Team, was sich sehr gut angestellt hat jetzt. Und das könnte eine sehr positive Botschaft auch sein für alle Nico Hülkenberg-Fans. Nämlich war Renault ziemlich stark jetzt in den ersten zwei Trainings und konnte sich da durchaus als Team präsentieren, was jetzt, sie waren bis jetzt auch im Qualifying sehr stark, im Rennen fielen sie immer ein bisschen ab,
aber jetzt waren sie in den ersten beiden Trainings, glaube ich, auch sehr präsent. Und wenn das jetzt die Richtung ist, in die es mit Renault in den kommenden paar Rennen geht, sagen wir mal bis zur Sommerpause oder so, dann ist das auf jeden Fall eine sehr positive Nachricht für das Team. Ja, das finde ich großartig. Vor allem hat mich auch gefreut, der Zeitabstand zum zweiten Fahrer bei Renault, oder irre ich mich da? Nein, ich glaube, Nico Hülkenberg gut 0,9 Sekunden dahinter und Jolyon Palmer nur 3 Zehntel langsamer als Hülkenberg. Das haben wir diese Saison noch selten erlebt und ich hoffe ehrlich gesagt, dass sich das weitersetzt, weil immer nur ein Renault vorne zu sehen, finde ich ein bisschen schade. Das würde mich schon sehr freuen, wenn der seine Formkurve jetzt auch hochkriegt, gemeinsam mit dem verbesserten Auto. Ja, wahrscheinlich gab es die ganzen Updates bis jetzt nur bei Palmer und dann ist der Abstand wieder bei 3 Sekunden. Ja, wer ist dahinter? Wahrscheinlich Massa? Tatsache, Massa. Ja, also dahinter streiten sich sehr, sehr viele Teams und das finde ich super cool. Also Williams, Force India ist immer wieder stark dabei, Toro Rosso natürlich auch, genau wie Haas und Sauber ein bisschen mit Außenseiterchancen. Das Mittelfeld ist immer noch sehr durchmischt und ich hoffe, dass es hier dann auch pacetechnisch sich alles angleicht im Rennen, weil bis jetzt, zum Beispiel in Russland, hat man gesehen, dass obwohl das Mittelfeld so eng zusammengefercht ist, dass zumindest dort etwas größere Abstände zwischen den Teams geherrscht haben. Ja, also irgendwie ist es ja ganz, ganz eng gewesen, auch trotzdem in Russland, aber dann im Rennen hatte jeder so einen Respektabstand von ein paar Sekunden zueinander und da hoffen wir mal, dass das diesmal nicht so ist. Aber es ist einfach wahnsinnig eng und zwischen, ich weiß nicht, grenzt sich Renault ab? Eigentlich nicht wirklich, ne? Renault bis McLaren oder Sauber, wie man es nimmt, wer die Rückleuchte ist, weil es gibt keine richtige, ist das alles ziemlich dicht beieinander. Ja, also McLaren würde ich aus der Rechnung rausnehmen, weil die werden wahrscheinlich 50 Runden hinterherhinken. Da gab es jetzt auch wieder Probleme bei Fernando Alonso. Sehr schade bei seinem Heim-Grand Prix, aber wir haben uns auch schon im Vorhinein abgesprochen, nur einen Satz dazu zu sagen und mehr nicht. Ja, und dann übernehme ich diesen Satz mal. McLaren hat auch Aero-Updates, die scheinen zu funktionieren, jedenfalls halbwegs. Das Auto sieht okay aus, aber ich glaube, man muss nicht viel dazu sagen, mit dem Auto reißt er sowieso nichts mit dem Motor, deshalb ist es egal und das Thema McLaren ist für heute abgeschlossen. Ja, kommen wir lieber zu einem Thema, was sehr viel Spannung bedeuten könnte, nämlich gibt es eventuell Regen am Sonntag? Das hatten wir ja schon in den letztjährigen Vorschauen sehr häufig, dass wir Regen angesprochen haben, gesagt haben, oh ja, die Wahrscheinlichkeit ist einigermaßen hoch. Jetzt habe ich gesehen, bei dem Wetterdienst, wo ich geguckt habe, 50% Wahrscheinlichkeit. Das kann sich natürlich in die eine oder andere Richtung sehr stark verändern. So wie wir es erlebt haben, sagen wir jetzt, okay, es könnte wahrscheinlich regnen und am Ende regnet es wahrscheinlich doch nicht. Aber ein Regenrennen wäre sehr interessant, ja, damit man auch mal die Performance im Regen sieht. Wir hatten so einen halben Regenstart jetzt beim Shanghai Grand Prix, das war noch sehr interessant. Da waren die Teams auch in etwa gleich stark vorne. Da konnte auch Red Bull mitmischen, das war auch mal ganz schön. Ja. Und das fände ich jetzt auch mal für Barcelona ganz interessant, das zu sehen. Ja, interessant wäre das mit Sicherheit, keine Frage. Ich bin jetzt auch gerade mal auf einer Wetterseite. Laut meinem Wetterbericht liegt die Regenwahrscheinlichkeit bei maximal 15%, aber ich hatte auch schon welche gesehen, die höher waren, tatsächlich. Mal sehen. Ich fände das auch super spannend, weil wir haben noch nicht wirklich gesehen, wie sich die Autos im Regen verhalten und wer wann schnell ist. Es ist davon auszugehen, dass trotzdem Ferrari da eigentlich die Nase vorne haben müsste, gemeinsam mit Mercedes oder auch Red Bull. Ah, okay, jetzt sind wir wieder in der völligen Relativität gelandet. Nee, man kann es nicht sagen. Ich nehme alles zurück, ich habe keine Ahnung, es ergibt alles keinen Sinn. Es ergibt alles keinen Sinn, das denkt man sich vielleicht auch bei der Reifenwahl, denn die Mischungen sind sehr viel haltbarer geworden. In Spanien wird trotzdem dieselbe Mischung gefahren wie noch in den letzten Jahren. Von Soft bis Hard, das sind die härtesten Mischungen, die jetzt bei einem Wochenende allgemein verwendet werden. Die Frage ist da, gut, was für Strategien wird man erwarten können? Ich glaube, eine 2-Stop könnte wahrscheinlich sein. Welchem Team kommt das zugute, dass man so harte Reifen hat jetzt? Ja, das ist eine gute Frage. Wenn man sich betrachtet, wie es davor aussieht, würde ich behaupten, das könnte Ferrari zugute kommen, denn die haben es bisher als einzige geschafft, auch wirklich
alle Reifen immer sofort ins richtige Fenster zu kriegen. Da hatte Mercedes jetzt immer Probleme mit. Zuerst haben sie überhitzt. Die Reifen jetzt in Russland haben sie die Ultrasofts gar nicht erst auf Temperatur bekommen, also nicht heiß genug gekriegt. Und Ferrari findet mit jedem Reifen immer das richtige Fenster. Inwiefern da jetzt die neuen Updates mit reinspielen, finde ich es ganz schwer zu beurteilen, ob das sich jetzt vielleicht schon geändert hat, weil wie wir es schon gesehen haben, vor allem Mercedes ist quasi mit einem neuen Auto da. Das kann natürlich auch völlig anders zu den Reifen sein. Ich gehe stark davon aus, dass die an der Aufhängung viel gemacht haben, in der Hinsicht. Aber den Vorteil, den Ferrari bezüglich der Reifen hatte, so schnell kann man den, glaube ich, nicht auffressen, denn Ferrari arbeitet ja auch. Ja, ich glaube, es gibt da zwei Entwicklungen, die so ein bisschen gegenläufig sind. Zum einen, also man kann sagen, entweder die Updates helfen oder helfen nicht. Und das, was entscheidend wäre, glaube ich, wäre der Kurs, der Mercedes vielleicht am besten liegt. Zum einen kann man sagen, okay, dadurch, dass man jetzt etwas länger mit den weicheren Reifen gefahren ist, dass eventuell Mercedes da gerne hätte weiterarbeiten wollen daran. Andererseits hätte man vielleicht auch sagen, okay, das ist vielleicht eine neue Chance für Mercedes, dass die jetzt die härteren Reifen vielleicht auf Temperatur kriegen. Vielleicht klappt es mit den Mediums oder mit den harten besonders gut. Und das wäre dann auch mal interessant zu sehen, weil vielleicht liegen ihnen ja tatsächlich die sehr harten Reifen doch ganz gut. Ja, das werden wir sehen. Das kann man jetzt, glaube ich, noch nicht ganz beurteilen. Aber klar, das ist jetzt eine gewisse Unsicherheit, weil die auch noch nie gefahren wurden, ne? Ja, genau, das meine ich ja. Das ist ja so gesehen eine Chance für die. Grundsätzlich würde ich aber sagen, das Rennen dürfte dann vor allem auch taktisch sehr interessant werden. Und grundsätzlich haben wir dieses Jahr schon ein paar Überholmanöver weniger gesehen als auch in den letzten Jahren. Deswegen warten wir mal ab, wie es auch mit der Action auf der Strecke ausschaut. Ich glaube, Zweikämpfe werden durchaus zustande kommen. Überholmanöver wird ein bisschen schwer. Mercedes wird, davon gehen wir, glaube ich, jetzt einfach mal aus, im Qualifying wieder ein bisschen stärker sein. Wie es dann beim Start aussieht, das ist dann, glaube ich, eine entscheidende Frage für den weiteren Rennverlauf. Denn wenn Ferrari da weiter vorne ist, dann wird es für Mercedes zum einen schwer hinterher zu fahren und zum anderen wird es schwer zu überholen, natürlich. Wenn es aber andersrum aussieht, ich glaube, Ferrari kann durchaus auch besser, hast du auch vorhin gesagt, in der Dirty Air von den anderen fahren. Das hat man auch in Melbourne gesehen und auch beispielsweise in China, als Sebastian Vettel da rundenlang hinter Raikkonen und den beiden Red Bull hing. Und dann wird es aber schwer, auch für Ferrari zu überholen. Aber die Chance zum Beispiel für einen Undercut ist halt da. Ja, also ich glaube, der Start wird wirklich sehr, sehr wichtig. Und der könnte auch diesmal richtig spannend werden, denn es war jetzt in den ersten vier Rennen so, dass Ferrari jedes Mal erstaunlich schlechte Starts hingelegt hat. Und genau deswegen haben sie jetzt letzte Woche nochmal einen Filming Day tatsächlich genommen, um die Starts zu üben. Und zwar, das waren 100 Kilometer sind sie gefahren, in Mugello war es meines Wissens, und haben Starts geübt. Die ganze Zeit, immer und immer wieder und dabei so getan, als würden sie irgendwas filmen. Das ist natürlich sehr gut. Also die haben jetzt ganz, ganz viel Starts geübt und geguckt, was kann man verbessern. Vielleicht auch eine neue Hardware, vielleicht eine neue Kupplung, das ist nicht begrenzt im Reglement. Vielleicht sehen wir da jetzt auch wieder konkurrenzfähige Ferraris am Start. Denn gucken wir uns Russland an, die hatten keine Chance gegen die Mercedes quasi. Ja, die Mercedes, also wir haben ja wegen der langen Geraden schon vermutet, dass eventuell Mercedes vor allem mit einem etwas stärkeren Motor vielleicht noch oder in einem bestimmten Modus stärkeren Motor, dass Mercedes auf der Geraden vorbeizieht, aber die waren schon vor der Geraden vorbei eigentlich. Ja, eben. Also ich meine, Bottas war ja schon nach 300 Metern quasi oder 200 Metern neben Vettel. Das hat auch nichts mehr mit Power oder, oder Windschatten zu tun, sondern das ist einfach eine bessere Mechanik. Und ich glaube auch, Valtteri Bottas hat ein sehr, sehr gutes Gefühl in seinem Kupplungsfinger, denn das ist mir schon in den ersten drei Rennen aufgefallen, dass der verdammt gut wegkommt vom Fleck, und zwar jedes Mal besser als Hamilton und auch jedes Mal besser als eigentlich der Ferrari, der zum Beispiel dazwischen war. Das waren in Australien und China war Vettel jeweils vor ihm. Da hat der den auch schon fast überholen können, da waren aber die Geraden nicht lang genug. Also der startet schon sehr gut, aber der Mercedes eben auch, und das ist eine gefährliche Kombo für Ferrari. Ja, es sei denn, Mercedes startet ohnehin weiter vorne, dann hat Ferrari nicht mehr so viel zu verlieren. Aber ja, vielleicht sieht es jetzt auch mal ein bisschen anders aus. Ja, genau. Grundsätzlich finde ich die Konstellation in den Teams auch sehr interessant, denn
Wir haben in Russland, da müssen wir auch, glaube ich, mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen und über die Vergangenheit reden, um über die Zukunft urteilen zu können. Wir haben nämlich in Russland zwei Entwicklungen gesehen. Zum einen, dass Kimi Räikkönen durchaus näher an Sebastian Vettel dran war. Das war jetzt nicht so eine Vorstellung, wo man sich als Räikkönen-Fan verschieben musste, sondern da konnte man auch sagen, ist gut gefahren, hatte immer noch einen kleinen Abstand zu Vettel, also über 50, 60 Runden verteilt ist es natürlich schon wieder ein kleiner Abstand, der da zustande gekommen ist, von, ich glaube, etwa 10 Sekunden, aber er ist auf jeden Fall mit einer sehr positiven Entwicklung aufgetreten, vielleicht führt sich das jetzt in Spanien weiter, es hat auf jeden Fall in den Trainings schon den Anschein danach gemacht. Und darüber hinaus haben wir auch Valtteri Bottas, der mit seinem ersten Rennsieg auch gezeigt hat, nachdem er in Bahrain zum Beispiel eine Teamorder erfüllt hat, dass er nicht der Zweitfahrer ist, für den man ihn hält. Das wurde auch Nico Rosberg immer wieder vorgeworfen. Und ich als jemand, der Bottas immer sehr sympathisch fand, habe auch gemeint, Leute, wartet einfach mal ab. Gebt ihm ein paar Rennen Zeit und er wird zeigen, der kann was. Jetzt hat er in Russland eine mega gute Leistung gezeigt, das muss man ihm lassen, auch mental gegen Sebastian Vettel da dem Druck standzuhalten. Und Lewis Hamilton zum Beispiel, den muss man auch nochmal in die Kalkulation mit reinnehmen, der hat jetzt in Russland schwach ausgesehen, aber auch der ist jetzt in Spanien sehr topfit. Was ich eigentlich sagen will, wir haben ganz vorne vier Piloten, die, glaube ich, jetzt sich immer mehr dem Grenzwert nähern, dass sie die maximale Power aus dem Auto und aus sich selbst rausholen können. Ja, also ich hoffe, dass das richtig eng und gut wird. Und das macht das Ganze natürlich auch ein bisschen unvorhersehbar und das gefällt mir sehr gut. Ja, ich glaube, das gefällt uns allen sehr gut. Und mit diesen Worten können wir, glaube ich, auch die heutige Folge beenden, ohne groß Larifari hin und her zu quatschen. Ich bedanke mich vielmals fürs Einschalten, Leute, und dir selbstverständlich auch beim Am Start sein. Ja, ich bedanke mich für die erneute Einladung in dieses Gespräch. Und ja, ich wünsche mir ein super spannendes Qualifying, so wie vielleicht in Russland. Das war ja ein Qualifying wirklich zum Nägelbeißen. Und ein super Rennen am besten. Ja, das wäre das absolute Highlight. Also Leute, erleben wir ein gutes Wochenende. Alle gemeinsam, vergesst nicht zu tippen. Wenn die Runde voll ist, dann teilt mir das mit. Dann gibt es auch eine dritte Runde, die eröffnet wird. Und ansonsten ein schönes Rennwochenende uns allen. Yo, macht's gut.